Initializing interface. Loading video protocol. Fragmentating data source, please wait. Complete. Commencing playback. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyrion. Ja, heute ist mal wieder alles ein bisschen anders. Zum einen will die Facecam nicht, wie ich will. Zum anderen hatte ich gestern schon eine Folge aufgenommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich kämpfe mit der neuen Soundkarte. Warum auch immer die Soundqualität so unterirdisch war, also wirklich massiv unterirdisch. Kann ich nicht sagen, aber ich hatte euch oder hätte euch aus der anderen Folge mit dem schönen Ausblick hier über die Welt entlassen. Das habt ihr gerade beim EBP schon gesehen. EBP, zeigt mir mal bitte die von mir markierte Stelle einmal ein bisschen größer. As you command. Ja, danke. You're welcome. Ne, und hier das mit den Raptoren war eigentlich ziemlich cool. Ne, da gab es ein bisschen Stress, aber nichts weiter Wildes. Verdammt sein. So, ich war auf der Suche nach ein bisschen Rohstoffen. Ne, ich hatte in der letzten Folge vor allem gebaut. Ne, das sollte ersichtlich gewesen sein. Ja, das Dach ist noch nicht ganz fertig. Und ich würde sagen, das fügen wir jetzt einfach wieder hinzu. Ich mache mich gerade fleißig auf den Rückweg. Ich weiß nicht, warum ich jetzt unbedingt abspringen musste, weil wir haben genug Gemüse bei uns vor der Tür. Eigentlich ist das komplett überflüssig gewesen, aber gut. Die Suppe. Ne, ich habe ordentlich Schotter mitgebracht, damit wir noch zumindest das Dach fertigstellen können. Und in der letzten Folge hatte ich ja auch gesagt, beziehungsweise halt nicht wissen, dass das nächste Ziel jetzt erstmal so ein Konstruktor ist. Ne, dass wir gucken, dass wir so ein paar Türen und sowas rankriegen. Weil aktuell sieht das einfach noch unterirdisch aus bei uns. Ne, da ist nichts sicher, nichts zu und gar nichts. Ne, generell, das Bauen ist frickelig. Man hat die vielen Möglichkeiten, erkauft sich das Spiel einfach mit einer extrem frickeligen Steuerung. Und dann auch noch so bescheuert gelegt von den Tasten her, dass ich mir an den Kopf fasse eigentlich. Ne, also, dass ich die Maus loslassen muss, um die Drehmechanismen zu aktivieren, ist eigentlich unter aller Kanone. Ich weiß nicht, wie man auf den Trichter gekommen ist. Aber gut. Ne, diesmal nehmen wir das mit. Ich musste in der letzten Folge auch ein neues Moped bauen. So, jetzt haben wir den ganzen Schotter hier rüber. Zack. Und dann können wir hier fleißig weiter Betonklötze herstellen. Was wir jetzt auch fleißig machen. Und 12 haben wir noch. Und dann gucken wir mal, was wir von dem Konstruktor kriegen. So, dann war das so. Und die Dinger hatten wir als Decke genommen. So, jetzt geht es nämlich schon los. Erstmal Achse auswählen. So, halt. Wir hatten die so, glaube ich, gemacht. Ja. Zack. So, und dann haben wir noch 3. Das reicht uns erstmal. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir in dem Konstruktor auch den nächstgrößeren Konstruktor bauen können. Das macht ja irgendwie Sinn, finde ich zumindest. Ja, ein Computer, das ist wahrscheinlich der Vorbereitungsscheiß. Generator klein, Kern, kleiner Konstruktor. So, aus der kleine Klonkammer. Okay, setzt einen Startpunkt. Geilo. Die will ich, glaube ich, gleich mal bauen. Wassergenerator brauchen wir nämlich unbedingt. Frachtboxen auch noch nicht. Was haben wir hier noch? Scheinwerfer, Anzugstation, Anzugstation. Kleiner Konstruktor, okay. Was ist der Unterschied zu dem hier? Zwei Computer, 4 Stahl,
Ein Computer, drei Stahl. Langsame Geschwindigkeit, normale Geschwindigkeit. Also bescheuert. Na gut, Frachtboxen, Lichter, Scheinwerfer, Drehmomenteinheit, okay, Schubdüse, Schwebesystem, Passagiersitz und Passagiersitz. Ja, ich glaube, das ist es dann, ne? Jo. Und wir können auch bauen, den kleinen Konstruktor. Den geben wir gleich mal in Auftrag. So, alles drin. Und dann holen wir uns den gleich. In der Zwischenzeit machen wir hier unsere Decke hoffentlich fertig. Ich hoffe, das sind jetzt langsam mal genug. Zurechtdrehen und einbauen. Das passiert leider öfter, dass man irgendwo was hinbaut, wo man es gar nicht haben will. Oh, noch 21, noch 15, das passt. Und dann haben wir tatsächlich eine Tür. Ach, guck mal hier. Da sollte auch noch wieder sowas hin. Ein cooles Teil hier. Corridor Wall B. Der aus irgendeinem Grund falsch rumliegt. Achso, das ist ein. Achso, ne, haben wir falsch gedreht. So ist auch nicht richtig. So richtig? Ich glaube schon. Zack. Ja, das ist identisch. Also wir könnten das jetzt hier alles noch schick verkleiden, aber da verzichten wir jetzt einfach mal drauf, weil wir wollen ja hier vorankommen. Oh, das ist nicht. So, und dann haben wir hier jetzt unseren kleinen Konstruktor. Mal schauen. Der wird wahrscheinlich noch Energie brauchen, da gehe ich ganz schwer von aus. Und den bauen wir jetzt erstmal, ich glaube, hier Richtung Wasser. Please assign Container. Ah, haben wir so einen Container neben sitzen? Das ist ja geil. Und da holt er sich das raus. Treibstofftank, Energiekondensator, Kühlschrank, Wassergenerator, O2-Tank, Klonkammer, Frachtbox ist glaube ich nicht das Richtige. Andockplatte, Bodeneffekt, oh, dann sind denken Wassergenerator, O2-Tank, Klonkammer, Kern. Ja, das ist doch doof. Sind nur die Dinger? Ne, Konstruktor, Frachtbox. Und zwei Stahlplatten für. Die sind noch nicht freigeschalten. Ah, guck mal, eine Tür. Dann machen wir erstmal so eine Frachtbox hier. Schon, ja, machen wir nochmal fertig. Dann haben wir ja auch eine Tür. Die bauen wir dann erstmal ein. Ich hoffe, die braucht keinen Strom. Aber wird schon weg. So, zurechtdrehen. Ja, wir bauen die so rum an. Klick. Auf und zu. Sauber. Und dazu bauen wir nach oben was drauf. Lassen wir so eine Luke auf? Nö, ne. Ich glaube nicht. Wir machen da oben. Oh, hier ist Bambule. So. Wie sieht's denn aus? So, später machen wir es bestimmt nochmal schick. Jetzt machen wir erstmal so. Ist die Hülle dicht. Läuft. Und wir haben scheiß Wetter. Oh nein, jetzt soll ich das hier. Scheiße. Aber es soll eben die Frachtbox. Von daher gar nicht weiter wild. So, da ist er. Und da gibt es verschiedene, wie ich gesehen habe. Container Large, Cargo-Platte, was wollen wir nicht. Oha. Das ist wirklich large. Das ist höher. Moment, ich habe eine Idee.
So. Und dann drehen wir die einfach auf den Kopf. Dann drehen wir die nochmal so. Und dann nochmal so. Dann steht die hier einfach. Zack. So. Container MS Large. Ja, geil. Das sind beides die gleichen. Und dann packen wir mal den ganzen Stuff hier rein. Den Kühlschrank können wir auch gleich nochmal bauen. Das kommt alles weg. Kohlenstoffsubstrat. Ich habe ein Ei. Und dann stellen wir uns gleich noch einen schönen Kühlschrank auf. Das wird doch geil. Omatico. Ist das hier Silizium? Jetzt können wir drüber. Und mechanische Komponenten auf jeden Fall auch. Munition behalten wir hier. Das behalten wir auch alles hier. Und dann gucken wir gleich mal, was für Schönes bauen können. Aber erst setzen wir den blöden Kühlschrank hier. Bauen wir den hier? Nein! Ach, scheiße. Ach, da muss ich auch so einen Container hinten dran setzen. Oder? Wir gucken mal. Das Verfallszeit 5 Minuten. Und hier wahrscheinlich nicht weniger. Packen wir den ganzen Kram darüber. Verfallszeit 21. Mal gucken, ob sich das gleich ändert. Kühlschrank auf. Immer noch 21. Vielleicht hält es das nur vom weiteren Verfall ab. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt können wir hier bauen. Satiumbarren. Okay. Ein paar neue Erze, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Immer noch Motorräder. Oszillator. Okay. Kobaltlegierung, gehärtete Stahlplatten. Fenster! Na Mensch! Ich werd bekloppt. Stahl- und Glasplatte. Was brauche ich da für eine Glasplatte? Silizium. Na gut. So. Texture and Color Tool. Okay. Gewehrpatrone. Auch okay. Sturmgewehr. Ja, ich glaube, das gönnen wir uns jetzt erstmal. Und dazu auch gleich noch ein bisschen Mumpel. So, das ist eine Warteschlange. Eingabeausgabe, okay. Achso, Ein- und Ausgabe ist gleich In- und Output. So, aber der macht jetzt irgendwie nichts. Das 15 mm Kugel Munition, um eine Waffe nachzuladen. Für genauere Informationen siehe zugehörige Waffe. Ach, wahrscheinlich für die Minigun. 15 mm, ja. Was hat die? Gewehrpatrone. Pistolenpatrone. Scheiße. Hier gucken wir doch mal. Achso. Alles. Waffen, Gewehrpatrone. Braucht nur geringfügig andere Sachen. Aber das Ding läuft noch nicht. Ich vermute einfach mal, dass wir einen Generator brauchen. Zick, erstmal Funzel an hier. Und dann stellen wir uns das Heizgerät hier hin. Kann ich nicht. Ist ja auch schön. Dann den mobilen Konstruktor. Kann ich auch nicht. Na, allerliebst. Alles da drüben. Scheiße. Was brauche ich denn für einen Energiegenerator? Klonkammer, Wasserstoffgenerator, gepanzerte Tür, Kühlschrank, Treibstofftank, Generator. Das kriegen wir doch zusammen. Ich muss erstmal aus der Kiste raus. Stockfinster, ey. Meine Fresse. Weil ich dann hier. Alles wieder rüber und bauen wir uns einen Generator. Rabbel. Ich fühle mich gerade nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Betonblöcke mit dazu. So, Schotter, den ganzen Fuddel. Und
Und dann bauen wir uns einen Generator. Right hier. Generator. Gerät zur Stromerzeugung. Benötigt Kraftstofftanks, gefüllt mit Kraftstoffzellen, um zu funktionieren. Solarpaneele. Die sind eigentlich noch sinniger. Durchschnittliche Effizienz bezogen auf den ganzen Tag, beeinflusst durch die Platzierung. Gelbe LED, aktuelle Effizienz, beeinflusst durch Tag, Nacht und Wetter. Ich hoffe einfach mal, dass wir damit dann auch Dings hier machen können. Na, was wollte ich sagen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Dass wir das auch irgendwie eine Batterie für bauen können. Energiekondensator. Speichert und verteilt die Energie, die durch Solarzellen gesammelt wird. Na, bitteschön. Machen wir doch so. Gerät für Außenbeleuchtung. Tragbares Arbeitslicht. Wäre vielleicht mal was, ne? Aber ich hätte eigentlich noch viel lieber irgendwas, das ich hier jetzt mal hinstellen kann. So. Machen wir die erste schon mal fertig. Gucken wir mal, was hinbauen. Wir hier noch irgendwie wieder raufkommen. Das ist gerade dezent bezweifelt. Beim letzten Mal konnte ich hier halb fliegen. So beweglich war der Typ. Und jetzt komme ich hier nicht mal mehr die blöde Mauer hoch. Ja, super geil. Und das ist fick. Ah, guck mal, da sind wir. Ja, geil. Bein gebrochen. Ich freue mich. So, die hängen dann hier in der Luft. Ja, ist dann noch viel besser. Boah, bitte. Das ist doch nicht wahr. Ich kann mich irgendwie hinsetzen. Ah. Schon mal einen Kick. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal schlafen. Wo ist mein Zelt? Das ist ja hier beschissenes Wetter und immer noch beschissenes Wetter, na ganz toll. Immer noch arschkalt und immer noch hungrig. Gönn dir, Brudi. So, dann gucken wir mal, wo sie hinbauen. Okay. Ich glaube, wir bauen da noch viel zum Fundament für. Dann setzen wir sie oben rauf einfach. Wir hüpfen dann nochmal hoch und dann kicken wir mal. Wobei ich jetzt mit dem gebrochenen Bein natürlich nicht weit komme. Kannst du die mal benutzen? So. Ah, gleich viel besser, ich weiß. So, derweil dürfte auch die zweite Zelle und der Kondensator wahrscheinlich fertig sein. Die wollen wir uns jetzt erstmal gönnen. So. Den Kondensator stellen wir dann rein. Oha, das war ein Oschi. Ja, ich glaube, so ist gewollt. Stellen wir da in die Ecke. Und dann gucken wir einmal, dass wir wieder oben raufkommen. Der Gute friert sich gerade schon wieder den Arsch ab. Da tun wir mal was gegen. Denn ansonsten ist auch nicht viel mit Stamina. Meine Fresse, so viel zum Thema ist weniger Survival. Hier zwingt einen einfach eisekalt alles in die Knie. Das war schon mal nix und das war mein Kater. Blödes Vieh. Boah, Junge, Junge. Ja, die ist schon wieder komisch. Bleib mal locker. Einmal aufwärmen. Und gucken, dass wir da irgendwie so komisch gegenhopsen, dass wir hier halb in die Luft fliegen. Ja, eigentlich haben wir ja hier schon ein bisschen was stehen. Kriegen wir das da auch aufgebaut? Nö. Warum auch? Oh. So. Oha, das ist mal ein großes Teil.
da müssen wir ein bisschen mehr wegreißen. Zerlegen. Und dann nehmen wir einfach die hier weg. Ja, wieder, die sind ein bisschen kleiner, aber die sind echt viel groß. So. Haben wir einen schon mal weg. Und die Größe ist, wie ich gerade nicht verguckt habe, 2x4. Zack. Ne, 2x3. Okay. Naja, das ist dann halt so. So, einen dahin und dann nehmen wir noch drei weg. Das hier ein bisschen abzukürzen. Meine Fresse. Das, wenn man es das erste Mal macht, ganz schönes Gefriddel. Zack. Und den letzten. Und zack. So. Einmal so. Und dann. Zack. Haben wir hier unser Lab-Panel. Wie ist das? Und ich hoffe, jetzt hat unser Konstruktor auch irgendwie Strom. Gucken wir mal. Bauen wir hier noch irgendwo dran. Ich glaube, so eine Rampe. Jo. Für erstmal ist das okay. Dann kommt man hier ein bisschen hoch. Und irgendwann werde ich das nochmal schön rundherum ziehen. Zack. So, hast du jetzt Strom? Dem fehlen jetzt die Komponenten. Oh, ja, Logo. Habe ich auch wieder hier hinten. So, alle raus. Und ich hoffe, jetzt läuft das Teil. Mir echt hart einen ab, ne? Meine Güte. Ich hoffe, das lohnt sich irgendwie. Und die Sachen auch noch. So. Passiert jetzt was? Irgendwie nicht. Was ist denn dein Problem? Achso, da komme ich denn hier hin. Ah. Alles klar. Da war einmal Strom anschließen. Wie kann ich hier den Strom anschließen? Warum? Wieso? Weshalb? Ein bisschen frickelig. Was ist das hier? Gerätezugriff. Zugriff auf erstes Gerät, das den zugewiesenen Container verwendet. Okay. Hast du jetzt Strom? Mal Strom. Jetzt habe ich hier auch kein Inventar mehr. So, auf den kann ich gar nicht zugreifen. Ja, Plug-in, Junge. Warte mal. Player Inventory. Ah. Okay. Da kann ich ein bisschen hin und her schalten. So, Gerätezugriff. Zugriff auf erstes Gerät, das den zugewiesenen Container verwendet. Ja. VZ, Alter. Ja, ein bisschen frickelig hier. So, warum machst du jetzt nichts? Kannst du mal Strom haben? Was diese Hand hier heißen soll. Ist das hier an aus? Ja, offensichtlich läuft er. Glaube ich einfach mal. So, ich darüber habe, sagt er mir irgendwas? Nö. So, der hat mechanische Komponenten und die Elektronik hat er auch. Oder? Ja. Mechanische Komponenten und Elektronik. Eigentlich da. So, warum produzierst du nicht?
Das ist doch scheiße. Ist das irgendwie eingeschränkt? Nö. Ich dachte, der hat alles da. Er macht nur nicht. Nochmal einmal raus. Und nochmal rein. Muss ich hier? So. Der hat Strom. Sagt er. Das hat keinen Strom. Jetzt hat er Strom. Oder? Für? Das müsste ich dann ja hier bauen können. Überlebenskonstruktor kann nur Gegenstände aus deinem Inventar verwenden, nicht aber aus dem Schnellzugriff. Hier will ich auch gar nicht. Notsauerstoff. Also hier ist schon mal generell nicht viel. Gucken wir mal draußen. Zack. Intuitiv sieht anders aus. Biokraftstoff. Aus Pflanzenfaser. Gut. Brauchen wir nicht. Wir haben Solar. Theoretisch. Und die Ladung. Die brauchen wir noch. Weil wir Promethium haben. So, der hat offenbar auch irgendwie Strom. Also. So, wir wollen kann man ausstellen. Aber. Warum zur Hölle? Funktioniert so nicht. Mach was, Junge. Der holt sich das hier raus, aber eben nicht. Fick, ey. Was soll denn das? Was du denn hier? Jetzt mal weg. Jetzt hier schön Strandblick, ist ja alles geil, aber irgendwie funktioniert trotzdem nichts. Ich guck mal gerade, was die Solarzellen sagen. Oh, tricky trick hier. Ich baue mir hier gleich eine Rampe ran, ey. Kariange. Zack, 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 kam. Das geht doch. Kann ich hier irgendwas machen? Okay, könnte ich zerlegen, will ich aber nicht. Kann ich auch nichts mitmachen. Ist doch unglaublich. So. Heißt das jetzt, der hat Strom? Aber wenn er das hat, warum hat er das nicht mehr? Also warum habe ich dieses Menü immer noch, wenn ich hier rausgehe? Verbinde mit dem Container auf der rechten Seite. Wenn aktiv, werden aufgehobene Gegenstände in Container gelegt. Aktiviert auch Fernzugriff Arbeitsleiste. Dort kann man Gegenstände zum Bauen etc. ablegen. Okay. Ach so, okay. Nämlich Fernzugriff auf das Ding. Aber es erklärt mir noch nicht, warum der befickte, verfickte Konstruktor nicht konstruiert. Konstruiere! So, ich meine, du kannst es auch gerne in den Kühlschrank packen, ist mir total egal, aber... Warum ist da so ein Schloss vor? Okay, in meiner Basis habe ich offensichtlich Zugriff auf alles. Ja, also egal, wo ich rangehe, ich kann das machen, wie ich will. Ja, fast gar nicht nervig. Ich meine, wir haben den Scheiß jetzt hier stehen, aber wir können nicht bauen. Und ich weiß nicht warum. Gleich Input. So, hier kriegen wir auch nur blöde Infos. Hier kann ich den hin und her wechseln. Also offensichtlich hat das Ding ja auch Strom. Ist das hier?
Hallo? Materietransmitter, okay. Erzlager in der Nähe, bauen nicht möglich. Basis in der Nähe, bauen nicht möglich, okay. Schwerkraft ist okay. Sauerstoff ist vorhanden. Kein Helm, kein Raketenrucksack. Und kein verfickter Konstruktor! Was geht denn hier ab, ey? Kann ja nicht so kompliziert sein, jetzt mal ernsthaft. Nehmen wir das mal raus. So, was können wir auf jeden Fall bauen? Wir haben auf jeden Fall Schotter da. Wir machen mal einmal Zement. Zement müssen wir machen können. So. Macht er aber nicht. Warum nicht? Brauche ich noch einen Container daneben oder was? Probieren wir mal. Wir bauen einfach noch einen Container. Scheiße. Material mitnehmen. Hier den Kack. Nerv, ey. Kann man das denn so also wirklich kompliziert machen? Alles gut, was da ist. So. Elektroniken noch da. Sonst bauen wir einen scheiß Container hier. Was kann denn so da sein jetzt? Da. Ne, Treibstofftank. Frachtbox. Zack. Bauen wir da halt noch ein Ding. Und genau in derselben Position. So. Ach, scheiße. Mich verarschen? Achso, das ist ein kleiner. Na super. Dann bauen wir den da drüber. Wenn wir das können. Kommen wir da ran? Ja. So, dann kriegst du nämlich Ausgabe Frachtbox. Und dann ist das weiterhin in der Warteschlange. Das kann ja nicht sein. So, ich glaube, haben wir hier den Journal oder sowas? Restip. Okay. Alanor, Sasketa und Kidratan. Okay. Und, oh, eine Raumstation. Geilo. Berntem Raumstation. Okay, 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 okay. Also das, was wir wollen. Wir hätten noch hier irgendwo ein Tutorial-Scheiß-Ding. Da. Bodengleiter. Soll ich den erstmal bauen? Ja, will ich aber gar nicht. Das könnte ich alles so schon machen. Aber nö. Will er mir nicht erklären. Der Sack. Wie das Teil jetzt funktioniert. Und ich kann mir auf den Kopf stellen. Der macht gar nichts. Packen wir meine ganzen Materialien rein. Nein. Nein, ach Scheiße. Ja, gut, ja. So, Scheiß wieder rüber. Boah, hier ist ein Strahlungssturm. Radioaktiver Nebel. Bin ich denn geschützt? Sieht so aus. So. Hier fehlt dir eben die Sachen. Trotzdem war der fleißig. Verzehrt 1. Okay. Krass. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt sicher hier drin, aber auf jeden Fall besser als draußen. So, dann machen wir den ganzen Schrott nochmal ein. Wenn das jetzt nicht klappt, dann höre ich auf und schlag das online nach. Piss-Scheiß hier. Kann man angehen. Was ist hier jetzt los? Gut, alles noch drin. So, mach Zement. Zeigt das Ding dann irgendwo an, wie viel Energie wir haben? Zeigt auf jeden Fall an. Okay, Solar. Alles cool.
Nö. Nix geht. Nix. Dann gibt's jetzt halt zum Abschluss einen schönen Blick auf diesen radioaktiv verseuchten Drecksplaneten, der mich aus irgendeinem Grund nicht weiterbauen lässt. Und ich schlage das gleich nach und beim nächsten Mal geht's aber weiter. Ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal ein bisschen besser gelaufen ist, dass die auch vom Ton her besser ist. Ansonsten wird das auch wieder nur ein Vorschnitt und ihr werdet das auch nie wieder hören, was ich jetzt hier gerade zu sagen habe. Also, ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.